Die Welt hat noch nie eine so tiefgreifende und komplexe Energiekrise erlebt. Das ist jetzt anders, als es vorher noch mit der Alpha- oder auch mit der Delta-Variante war. Da konnten Antikörper die Infektion noch verhindern. Gegen Omikron ist das nicht der Fall. Aber wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Durchhaltefähigkeit zu erhöhen und die negativen Auswirkungen auf uns zu reduzieren. Aber dass ein Tyrann irgendwo ein Land überfällt, ist kein Grund, Kritik an der eigenen Regierung einzustellen. Ihr müsst auf die Straße gehen und sagen, dass ihr leben wollt, dass ihr in einer Welt ohne radioaktive Verseuchung leben wollt. Also ich kenne keine Daten, die einen solchen Ratschlag rechtfertigen. Meine Gedanken sind zuerst einmal bei den Menschen, vor allem bei den Kindern, die auf der Flucht sind und es nicht geschafft haben. Mir ist klar, dass dieser Satz gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse befremdlich wirkt. Aber sie alle haben den Befehl, unsere Geschichte, unser Land, uns alle auszulöschen. Da muss der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein. Als Minister habe ich ein Gehalt, von dem andere nur träumen. Außerdem komme ich spät nach Hause, stehe um 6 Uhr auf und bin um 7 schon wieder weg. Da muss man im Winter gar nicht heizen. Ich bin ungeimpft und mit Chardonnay geboostert. Das hat bisher hervorragend funktioniert, falls das hier jemanden interessiert. Mache es ähnlich, nur mit Blanc Noir. Ja, auch das können wir verkraften. Aber es macht keinen Spaß. Und im Krisenfall müssten wir auch über ein weiteres Hilfspaket entscheiden. Neben der akuten Hilfe kommt es jetzt darauf an, dass Entwicklungsländer mehr selber anbauen können, und zwar klimaangepasst und nachhaltig. So wie wir uns auf sie verlassen, ist auch auf uns Verlass. Für mich ist mit dem kriegerischen Überfall, den brutalen Kampfhandlungen und Bombardierungen der Zivilbevölkerung die rote Linie überschritten. Ohne Gas keine Milch, keine Butter, kein Joghurt. Ich empfehle Ihnen Winterschlaf von Oktober bis April. Wir rufen alle Nationen auf, sich uns anzuschließen. Das ist in dieser Situation sehr gefährlich. Ja. Es gibt keine Garantien, dass es keine Zwischenfälle geben wird. Es gibt keine Garantien, dass solche Zwischenfälle in einer völlig unnötigen Weise eskalieren könnten. Wir sind ein Zielland. An vielen Grenzposten kommt es daher zu emotionalen Trennungsszenen. Dabei müssen wir stärker über Gegenmaßnahmen bei Cyberangriffen nachdenken. Wer im Herbst diesen Zirkus noch mitmacht, dem ist nicht mehr zu helfen. Wladimir, du lügst! Das wäre in dieser Situation falsch. Wir müssen der Verschwendung einen Riegel vorschieben. Sprich, Tempolimit, autofreier Sonntag. Jede vierte Fahrt ist eine Freizeitfahrt. Mehr Fahrradfahren, Heizung runter. Es gilt in diesen dramatischen Tagen, alles Mögliche zu unternehmen, um diesen Vernichtungskrieg zu stoppen. Wer es sich leisten kann, sollte seinen Konsum kritisch hinterfragen. Das ist im Grunde schon Planwirtschaft. Ja. Hinter einem vermeintlich guten Zweck versteckt. Hat nie funktioniert. Funktioniert nicht, wird nie funktionieren. Früher wurde auch nur in Küche und Wohnzimmer geheizt. Dann 5 Personen im Raum. Es war mollig warm. Das finde ich unbefriedigend. Aber es ist die europäische Rechtsnorm. Und sie ist nicht geändert worden. Wir alle bedauern diesen Schritt sehr. Er ist aber aktuell ohne Alternative. Aber umso wichtiger ist es doch, dass wir jetzt das tun, was unsere Aufgabe ist. Wenn wir jetzt in der Regierung wären, das wäre die absolute Katastrophe.
Wir müssen uns darüber austauschen, parlamentarisch wie in der Gesellschaft, was eigentlich gerade hier passiert. Europa mit seinen über 400 Millionen Einwohnern und seinen 27 Mitgliedstaaten hat sich entschieden, solidarisch das zu tun, was für die Aufnahme von Flüchtlingen erforderlich ist. Aber wir warnen davor, weiter Buchungen für verderbliche Fracht zu tätigen, da es zu erheblichen Verzögerungen an wichtigen Umschlagplätzen kommt, die die Fracht beschädigen könnten. Und das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir sie lange nicht hatten. Ja, es liegen sehr viele Dinge auf dem Tisch, aber wir müssen abwägen, welche Auswirkungen es geben kann. Wir haben alle Verfahren beschleunigt, die wir von unserer Seite aus beschleunigen konnten. Aber Pragmatismus darf nicht bedeuten, den energiepolitischen Rückwärtsgang einzulegen und weiter auf Kohle und Atomkraft zu setzen. Genau. Solidarisch streiken wir morgen für Frieden und Klimagerechtigkeit, denn in einem Krieg, der durch fossile Energien finanziert ist, ist das so untrennbar wie nie. Aber aus ideologischen Gründen tappen wir ins Kalte. Vielleicht hätte man vorher jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt, ja? Wir haben uns ja im Grundsatz geeinigt. Die ärmere Hälfte der Deutschen erfüllt schon jetzt die Klimaziele für 2030, während der reichste Teil CO2-Steuer befreit mit dem Privatflugzeug nach Sylt reist. Das wird die gesellschaftliche Solidarität bis an die Grenze und wahrscheinlich darüber hinaus strapazieren. Und die Rentner schauen in die Röhre. Tolle Regelung. Ich finde, wir sind oft so weinerlich. Ich weiß, jetzt werden mir wieder viele einen Daumen nach unten geben, aber das ist mir wurscht. Ich gebe zu, dass ich diesbezüglich etwas anders ticke. Das dauerhafte Warnen vor möglichen Supervarianten steht bei mir nicht an der Tagesordnung. Es ist Sommer. Wir wollen eigentlich raus. Wir wollen nach 2 Pandemiesommern endlich mal wieder frei sein. Aber der Winter steht vor der Tür, jetzt schon. Politisch steht er vor der Tür. Wenn morgen die Schulferien starten, fliegt gefühlt die gesamte Republik in den Urlaub. Wir sind wohlstandsverwöhnt und hoffen, dass der Staat alle Risiken abfedert, uns aber nichts vorschreibt. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, zu haushalten und zu sparen. Wenn für Urlaub, Zweitwagen, Fitnessclub, Coffee to go und Essen gehen Geld vorhanden ist, ja, dann ist auch Geld für Energie da. Alles eine Frage der Prioritäten. Also jetzt reicht's mir. Sag mir, bevor du Angst hast. Ich beiße nicht. Ich bin ein ganz normaler Typ. Setz dich zu mir und sag mir, bevor du Angst hast. Lasst uns diesen Krieg gemeinsam beenden. Ich spare, wo ich kann. Ich kann nicht mehr. Ich brauche das Geld jetzt und nicht erst im nächsten Jahr. Wir lehnen finanzielle Sanktionen ab. Vor allem diejenigen, die einseitig verhängt wurden, weil sie kaum eine rechtliche Grundlage haben und keine guten Auswirkungen haben werden. Wir haben flächendeckend genau das, was uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Für die Natur ist das extremer Stress. Und extremer Stress für die Natur wird nach einem Zeitraum X auch extremer Stress für uns. Ich wünschte, man könnte den Menschen die Angst vor der Zukunft nehmen. Ja. Wenn jemand den Sommer genießen und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich in Absprache mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen. Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit. Ich halte mich an das, was mein Ministerium empfiehlt. Meine Duschzeit habe ich nochmal deutlich verkürzt. Wir sollten aber nicht bis zum Winter damit warten. Was Geschichte war, ist Gegenwart geworden. Es ist Krieg in Europa. Die Situation mit 200 bis 300 Toten und aktuell 300.000 neuen Fällen am Tag kann nicht akzeptiert werden. Es gibt keinen Freedom Day. Es gibt keinen Grund, hier nachzulassen. Ich plädiere schon lange für einen Generalstreik. Aber 90% der Wähler wollen ja nicht mitmachen. Es ist traurig. Ich schaue jedenfalls nicht auf die Uhr, wenn ich in der Dusche stehe. Ich dusche so lang, bis ich fertig bin. Sie wollen weitermachen wie bisher? Ich fasse es einfach nicht. Jede Stunde kostet das Leben unserer Kinder, Frauen und Verteidiger. Allerdings. Das kommt dabei heraus, wenn man nachts übermüdet etwas aushandelt. Was wir tun, ist zu unterstützen. Ja. Was wäre denn eine praktikable Alternative? Die Dienstpflicht. Darüber haben wir lange diskutiert. Damit ist Schluss. Für den Kampf im Cyberraum, um nur ein Beispiel zu nennen, sind Wehrpflichtige
absolut ungeeignet. Mir scheint, die Deutschen sind wirklich verrückt geworden. Das kann nur ein vorgezogener Aprilscherz sein. Das können Sie niemals ernst meinen. Die ergriffenen Maßnahmen sind sämtlich zu beenden. Was erwarten Sie? Dass der Staat für alles und ewig immer eintritt? Wir erwarten, dass der Staat nach Möglichkeit nicht in unser Leben eingreift. Aber die Hand wird gern aufgehalten. Ich kann nur appellieren. Maske tragen, wo es nötig ist. Und testen, testen, testen. Ja, das ist genau mein Humor, ja? Der Mann gehört ins Bett. Und was ist mit den Rentnern? Die sind bereits jetzt zum Kampfeinsatz bereit. Und die Leute, von denen man es am ehesten erwarten würde, machen nichts dagegen. Beenden wir die Pandemie in diesem Jahr. Wir haben es in der Hand. Wir sollten die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Jede Kilowattstunde zählt. Danke für Ihre klaren Worte. Was Sie, was jeder Einzelne von Ihnen hier leistet, ist von existenzieller Bedeutung für die Sicherheit unseres Landes, unseres Kontinents und unseres Bündnisses. Wo wir sparen können, werden wir das tun. Zum Beispiel bei den Temperaturen in den Büros. Das beseitigt Investitionsunsicherheiten und schafft Anreize zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Ja. Ja. Dieser Winter wird in Europa sehr, sehr schwierig werden. Wir müssen uns auch auf Flüchtlinge aus anderen Gebieten vorbereiten. Andere Länder sind uns da meilenweit voraus, leider. Ach ja. Ja. Aber wir können meiner Meinung nach unser Leben nicht an den Extremen ausrichten. Wir haben in Deutschland keine Klimakrise, auch wenn diese Falschmeldung immer wieder geschrieben wird. Wenn der Panikmodus endet, würden alle wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Man darf das menschliche Ego nicht unterschätzen. Ich zähle mich dazu und verzweifle zunehmend daran. Wir haben uns da ganz schön in eine Ecke manövriert. Manche Flächen sind nicht mehr besiedelbar. Nein, da haben Sie die Systematik nicht verstanden. Im Winter wird's kalt. Und wir haben kein Gas. Mal sehen, wie es wird. Ich meine, werden wir Strom haben? Ohne Kernkraft? Sind über 40 Grad noch Freizeitwetter oder schon eine Katastrophe? Fragen über Fragen. Es hat wirklich keinen Sinn mehr, darüber zu schimpfen. Es hat mich wirklich niedergestreckt. Trotz Vierfachimpfung, ja. Ich lag 2 Wochen lang flach. Mehr als 2 Etagen schaffe ich auch jetzt kaum noch zu Fuß. Und Atomkraft hilft nicht. Auf diesem Weg haben Sie unsere ausdrückliche Unterstützung. Wenn wir zu spät beginnen mit der Impfpflicht, dann haben wir die Impfpflicht erst durchgezogen für das nächste Frühjahr. Im Ausland lacht man schon über uns. Auf in den Kampf für die Freiheit. Die Frage ist nur, wer kann sie sich dann noch leisten? Ja. Das werden aber die Steuerzahler letztendlich tun. Der einzige Weg aus der Pandemie ist, hier und jetzt Schluss machen mit allen Maßnahmen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich bin froh, dass es solche Fachleute noch gibt. Niemand hat so einen klugen und weitsichtigen Warner und Mahner wie Deutschland. Ja. Da können wir alle sehr froh sein, dass die gesamte Bundesregierung besonnen und vernünftig handelt. Das ist aber nicht das Szenario, das wir im Moment haben. Um unser Gesundheitssystem für die Folgen des Klimawandels fit zu machen, sind Investitionen nötig. In Stade ist eigentlich alles klar. Wir könnten morgen Material bestellen. Übrigens, am Sonntag ist Landtagswahl. Also, mir bereitet manchmal die Leichtfertigkeit Sorge, wie politische Debatten in Deutschland geführt werden. Man darf nicht vor den Gewissenlosen kapitulieren. Am Ende zahle ich doch drauf, wie immer. Bei denen, die jetzt die Heizkostenrechnung bekommen, verdoppeln sich die Abschläge bereits und da sind die Folgen des Krieges noch gar nicht berücksichtigt. Die beste humanitäre Hilfe ist, wenn ihr Waffen liefert. Jeder Ort, der befreit wird, ist ein Ort weniger, wo Menschen massakriert werden. Na und? Hauptsache kein Corona. Aber wir können das nicht leisten. Ein solches Versprechen muss militärisch abgesichert werden. Also die Dinge einfach laufen lassen und alles wird gut? In Italien herrschen schon apokalyptische Zustände. Der Klimawandel ist kein Zukunftsszenario. Aber es ist ein physikalisches Problem. Das Gas muss halt ankommen. Und wir haben keine LNG-Terminals wie Italien. Es braucht keine Einschränkungen und keine Masken und keinen Impfzwang. Das kann jeder, der Angst hat, alles freiwillig machen.
Es kommt nicht alles sofort und nicht im vollen Umfang bei den Verbrauchern an, aber irgendwann muss es bezahlt werden. Und deshalb ist es jetzt sinnvoll, stärker zu sparen. Denn stirbt der Bauer, wird Hunger geboren. Welche Interessen vertreten Sie denn hier? So wichtig ist die Ukraine für uns nicht. Ich verstehe die unglaublichen großen Sorgen, die die Bauern haben. Wir als Deutsche schulden all diesen Menschen unseren Dank. Wir werden nicht zulassen, dass ein systemrelevantes Unternehmen in Insolvenz geht und infolgedessen der globale Energiemarkt in Turbulenzen gerät. Einmal pro Woche baden reicht auch, der Füllstand kommt auf fast 63%. Eine Verlängerung um einige Monate muss ernsthaft und ideologiefrei diskutiert werden. Das wird kein Spaß. Derzeit machen die Corona-Sommerwelle und damit verbundene Krankheitsausfälle vielen Kliniken in Deutschland deutlich zu schaffen. Im Herbst könnte es sich zuspitzen. Es gibt zu wenige Kommunen in Deutschland, die einen Hitzeaktionsplan haben. Klingt nach extrem viel Bürokratie und Kompliziertheit. Ja. Und auch nach der Hoffnung, dass es genügend Menschen gibt, die sich mit Beantragungen und Nachweisen schwer tun. Und man dann weniger ausschütten muss. Kann mir bitte jemand erklären, warum ein Unterschied gemacht wird zwischen Benzin und Diesel? Das ist doch reine Willkür, um Dieselfahrer zu mobben. Aber ich habe nichts anderes erwartet. Korrekte Zahlen stören doch nur. Aber es gibt immer mehr Ausfälle in den Kliniken. Nicht flächendeckend, aber punktuell. An bestimmten Kliniken haben wir wirklich Ausfälle von 20-30% des Personals. Ob Menschen tatsächlich aus einzelnen Regionen Deutschlands in andere Landesteile fliehen müssen, das lässt sich heute nicht sagen. Aber es gibt keinen Ort in Deutschland, bei dem man nicht genau hingucken muss. Deutschland ist am Ende und wird untergehen mit diesen Pfeifen in der Regierung. Das ist heute das wahrscheinlichste Szenario. Aber es kommt noch besser. Trockenshampoo statt Haare waschen. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Debatte Symbolpolitik ist. Wenn diese Industriearbeitsplätze einmal weg sind, werden sie nie wiederkommen. Dann gehen wir an die Wurzeln unserer Volkswirtschaft. Was für ein Schwurbler. Er warnt nicht, sondern er droht. Vorsicht, Stickstoff. Die Welt befindet sich am Abgrund. Aber Deutschland trägt seine FFP2-Masken richtig und testet sich in ein konstruiertes Problem. Wir müssen uns ehrlich machen und sagen, wir werden den Wohlstand, den wir jahrelang hatten, erst einmal verlieren. Das ist auch so im Gasnotfallplan festgeschrieben. Und Russland betreibt weiter Handel mit der ganzen Welt. Ja, das muss erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Ich bin auch zum vierten Mal geimpft. Hitzetote sterben leise. Okay, ich glaube, ich dusche ab jetzt kalt. Damit ist eigentlich alles gesagt.